Vortrag: Musik und Gehirnentwicklung. Wir können tatsächlich heute von außen Dichtemessungen machen und Hirnprozesse dadurch studieren. Das geht beim Lernen. Boah, miese Gehirnrecherche, Freunde. Brutal interessant. Die Wahrheit ist, dass das hier oben ein ganz unglaublicher Speicher ist. Der hat die irre Eigenschaft, da passt umso mehr rein, je mehr schon drin ist. Digga, das ist krass. Das ist auch inspirational gerade, Freunde, für mich jetzt auf jeden Fall. Und Schwester Maria hatte keine. Die hatte keine Demenz. Und dann ist sie gestorben, ihr Gehirn wurde untersucht und das Hirn war von Schwester Maria voller Alzheimer. Sie können Gehirn voller Alzheimer haben und keine Demenz. Gänsehaut, 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 Gänsehaut! Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich küsse eure Zirbeldrüsen und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar haben wir ein neues Video, einen Vortrag. Der Vortrag heißt Vortrag: Musik und Gehirnentwicklung von Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer. Ich liebe euch, wir gehen jetzt in den Vortrag rein von Professor Dr. Dr. Spitzer, sehr intelligenter Mann. Wir haben in einem der letzten Videos erfahren, dass er, glaube ich, der jüngste Doktor oder der jüngste Leiter von der wissenschaftlichen Fakultät bei einer Uni oder so, irgendwie war er einer der jüngsten auf jeden Fall und soll sehr intelligent sein. Ich habe mir das schon länger vorgenommen, auf den Vortrag zu reagieren. Der geht ein bisschen länger. Wir werden es aufteilen, ich denke mal in zwei Teile. Mal gucken, wie interessant es ist. Wir gehen da jetzt rein, Freunde. Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Peter, geht los, Digi. Der jüngste Professor. Irgendwie sowas, ne? Los geht's. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Tachchen. In Deutschland haben wir keine Landeshauptmänner. Irgendwie, das ist schon schön, dass sie sowas haben. Muss ich. Was sind Landeshauptmänner? Richtig drum beneiden. Wir haben auch keine so schönen Säle. Und wenn man über Musik redet und auch noch als Wissenschaftler und dann auch noch im eigenen Land als Prophet, dann hat man längst nicht so einen schönen Abend wie heute hier. Und ich hoffe, ich enttäusche Sie nicht. Ich rede natürlich, ich bin Gehirnforscher. Worüber soll ich schon reden? Sehr interessantes Thema, Gehirn, ne? Ihr Gehirn. So, aufpassen, Freunde, der redet über euer Gehirn. Über meins natürlich auch. Und deswegen sind Sie ja auch da. Sie wollen von mir ja darüber was wissen. Und Sie haben ja eins und haben es dabei. Und dann ist es schon gut, wenn wir darüber sprechen. Und die Sache mit der Musik, die folgt dann sozusagen von allein, wenn man das mal verstanden hat, worum es eigentlich geht. Interessante Geschichte eigentlich, ne? Musik und die Auswirkung auf die Gehirnentwicklung. Ja, ich habe Ihnen Hirne mitgebracht. Zwei Stück gleich. Das rechte sieht ziemlich gut aus, das linke nicht. Ich glaube, da sind wir einig. Tschüss. Das linke Gehirn wurde in einem medizinischen Fachblatt aus einem ganz einfachen Grund publiziert. Der Mann, der zu dem Gehirn gehört, ein 43-jähriger französischer Beamter, verheiratet mit zwei Kindern, der hatte nichts. Der war vollkommen gesund. Bei dem hat man zufällig mal einen Scan gemacht und dann kam das raus. What the fuck? Aber das hat man dem nicht angemerkt. Und die erste Frage, die ich kurz mit Ihnen klären will, ist, wie kann das überhaupt sein? Schauen Sie, wenn ich in diesen Computer hier, benutzen wir ja alle als Werkzeuge, ich bin Mediziner, ich bin Wissenschaftler, ohne Computer, ohne Internet geht heute gar nichts. Habe auch ein Smartphone und Navigationssystem im Auto und alles, was man heute so hat, natürlich habe ich das als Werkzeug. Nun, wie ist es, wenn ich hier in den Computer so ein Loch reinsäge, wie der im Kopf hat? Ich glaube, da sind wir auch einig, das Ding tut nimmer. Und wir wissen alle, da braucht es nicht so viel, damit ein Computer nimmer tut. Irgendwas legt sich quer und schon, wie sagen wir dann, ist er wieder mal abgestürzt. Oder er hat sich wieder mal aufgehängt. Wir haben ja ein drastisches Vokabular, wenn wir beschreiben, dass Computer nicht mehr funktionieren. Da hat der Recht, da habe ich gar nicht drüber noch nie drüber nachgedacht. Und das alles. Da hat sich aufgehängt. Das Erste, was dieses Bild so überdeutlich klar macht, ist, dass Gehirne eine Eigenschaft haben, die ist genau entgegengesetzt zu Computern. Nämlich, die hat auch einen Namen. Der Name dafür ist Graceful Degradation. Und das heißt auf gut Deutsch, Gehirne gehen mit Würde kaputt. Wenn Sie zum Beispiel die Parkinson'sche Krankheit kriegen, da gehen bestimmte Nervenzellen kaputt, dann zittern Sie irgendwann und werden ein bisschen steif. Aber wenn Sie anfangen, noch gar nicht zu zittern, Sie merken nur, irgendwas ist nicht mehr ganz so wie früher, dann sind schon über 70% der von der Krankheit betroffenen Nervenzellen kaputt. Krass, Digga. Und dann fangen Sie an zu merken, dass mit Ihnen was nicht stimmt.
Und 70% ist schon weg. Das meine ich mit dieser Eigenschaft von Gehirnen, des mit Würde kaputtgehens. Das macht aber auch gerade ein bisschen mehr. Das kann also sein, dass von uns einige vielleicht, naja, ich will das jetzt nicht hier, ich will jetzt hier nicht Schwarzmalerei betreiben und sagen, dass es vielleicht hier jemanden gibt, der auch, aber das heißt, unser Gehirn ist so faszinierend und so powerful und heftig, dass wir das nicht mal merken würden oder anfangen würden erst zu merken, wenn 70% des Gehirns schon kaputt ist. Digga, guck mal, der Typ da, was er im Bild gezeigt hat, dem sein Gehirn war weg quasi. Weißt du? Krass. Wie kann das sein? Nun, was ist in dem Computer drin? Da ist so ein Chip, der rechnet, die Central Processing Unit, CPU. Was ist hier noch drin? So ein Chip, der speichert. Also die Festplatte hieß das früher, und das ist auch, oft auch ein Chip. Also da ist was drin, was rechnet und macht und tut mit elektrischen Impulsen, die hier drin sind, hier nebenbei auch. Ja. Und dann ist hier noch so ein Ding, was speichert Informationen. Ja. Was ist denn hier drin? Nervenzellen. Nun haben Sie alle schon so Nervenzellen gesehen. Und wie, Sie alle haben auch gelernt, wir haben kleine graue Zellen im Kopf. Ist das Ding gelb? Was stimmt da nicht? Antwort, das Bild. Weil nämlich auf dem Bild nicht zu sehen ist, dass zu dieser Nervenzelle etwa 10.000 Fasern, an jedem dieser kleinen Knubbel, wenn man genau hinguckt, sieht man so kleine Knubbel, an jedem... Das ist krass, wenn du auch überlegst, wie viele Zellen, aus wie vielen Zellen unser Körper besteht, ne? Ihr müsst euch mal überlegen, und jede einzelne Zelle ist auch also hat ein eigenes Leben quasi, kommuniziert mit anderen Zellen, hat einen eigenen Speicher, nimmt Informationen auf, kann fühlen. So, und davon haben wir Millionen in unserem Körper. Das ist so krass, Alter. Also der Mensch ist so faszinierend. Das ist wild. Ich feiere es gerade, dass wir uns mal wieder sowas reinziehen, so einen Vortrag über das menschliche Gehirn. Was natürlich auch, ja, Alter, eigentlich brutal wichtig ist, dass wir auch verstehen, wie unser Körper funktioniert. Deswegen, ich fasziniere mich für solche Sachen schon immer. Früher war ich sogar kurz mal davor zu sagen, ey, ich würde gerne Medizin studieren. Und zwar nicht, weil ich Arzt werden will, sondern einfach, weil ich die Funktionsweise von unserem menschlichen Körper, in dem wir jeden Tag unterwegs sind, besser kennenlernen möchte, so weißt du? Dieser Knubbel endet eine Phase und bringt elektrische Impulse, die von dieser Nervenzelle verarbeitet werden. Und diese 10.000 sehen Sie nicht. Und was Sie auch nicht sehen, hier ist nicht eine Nervenzelle auf dieser Fläche hier, sondern etwa 200. Und jede von denen kriegt 10.000 Fasern. Wenn Sie also alles, was auf dem... Boah, guck mal, wie viel Informationsaustausch da stattfindet. ...hier eigentlich wer sehen würden, würden Sie überhaupt nichts sehen. Außer einem Gewusel und Gefilze. Und genau deswegen, ja, wie macht man sowas? Man nimmt eine Spritze mit Fluoreszenzfarbstoff. Sie kennen alle diese Textmarker, ja, wo die Erstsemester immer die ganzen Seiten gelb machen, weil sie noch nicht wissen, was wichtig und unwichtig ist. Das Zeug, was in diesen Stiften drin ist, ja, das können Sie mit einer ganz kleinen Spritze da reinspritzen und dann warten Sie ab, bis sich das verteilt hat. Und wenn Sie dann mit der Lampe drauf leuchten, dann sehen Sie... Ob das gesund ist, Digi? Das. Sie sehen nämlich eigentlich bloß den gelben Farbstoff, eben in einer Nervenzelle drin. Und so macht man solche Bilder. Und ich erzähle Ihnen das nicht, damit Sie morgen anfangen, Nervenzellen zu fotografieren, weil Sie jetzt wissen, wie das geht, sondern damit Ihnen klar ist, also kleine graue Zellen haben Sie schon im Kopf, die sind nicht gelb, erstens. Und zweitens, so eine Frage wie, werde ich oft gefragt, Herr Schwitzer, wie denkt eigentlich so eine Nervenzelle? Und da muss die Antwort ganz einfach lauten, so eine Zelle denkt überhaupt nicht. Wie heute aber Millionen solcher Nervenzellen, die intensiv miteinander vernetzt sind, wie die höhere geistige Leistungen vollbringen. Die fühlen aber, glaube ich, oder? Das wissen wir. Fühle den Mann, Alter. Und der Beweis ist ganz einfach. Gib mir die Fühle-Vibes, Bro. Die größten Computerfirmen, die bauen heute Computer, die wie Gehirne funktionieren. Das muss einem bewusst sein. Eigentlich alles, was die Wissenschaft so entwickelt, basiert auf Natur. Jede Technologie, die entwickelt wurde, basiert auf irgendeiner natürlichen Sache, die so funktioniert, und dann nimmt man das und versucht das dann nachzubauen und technisch zu entwickeln quasi, so weißt du? Alles, was wir benutzen, das Mikrofon, Flugzeuge, Schiffe, dies, das, bla bla bla, deren Ursprünge ist immer die Natur. Nicht mehr wie das Ding. Google, Apple, Microsoft. Wenn Sie heute eine CD bei Amazon kaufen und morgen bietet er Ihnen eine an, die Sie noch nicht kennen und die aber Ihnen auch gefällt, dann liegt es daran, dass da Computer sind, die so wie Gehirne funktionieren, selbstständig lernen können, selbstständige Vorhersagen machen können und. Und die wissen besser als Sie, welche CD Ihnen als nächstes gefällt.
Das Geschäftsmodell dieser Firmen ist, dass wir den Computern alles Mögliche beibringen über uns selber und die Firmen uns dann deren Services, die dann möglich werden, wenn die über uns ganz viel gelernt haben, wieder verkaufen. Das ist so. Aber nochmal, das geht überhaupt nur, weil wir heute ziemlich gut verstanden haben, wie Gehirne funktioniert, weil wir bauen die heute nach und diese Computer, das sind die Weltbesten, die wir haben. Zum Beispiel derjenige, der vor kurzem gegen den Weltmeister des Brettspiels Go gewonnen hat, irgend so ein Koreaner, hat ja einen Computer gewonnen gegen den, von AlphaGo, also von Alphabet, der Computer AlphaGo. Und letztlich hat er nicht gewusst, wie man Go spielt, aber der hat es gelernt. Gelernt, der wurde nicht programmiert. Weil wir verstanden haben, wie Lernen funktioniert. Nur ganz kurz, hier sehen Sie eine Nervenzelle ganz nah, Sie sehen, da kommen ganz viele Fasern an. Aber noch einmal, 10.000 von denen, die Sie hier ankommen sehen, hätten hier doch gar keinen Platz. Und genau deswegen braucht es diese vielen Verzweigungen, damit Platz ist für die vielen Fasern, die ankommen. Das ist so eine Verbindung ganz genau, und zwar nicht fotografiert, sondern gezeichnet. Das Bild hat einen Preis gewonnen, weil es so wunderschön ist, gelblich. Hier kommt also ein Stromimpuls, giftgrün, das muss Chemie. Das ist kein Bild, das ist gezeichnet. Hier wird also ein elektrischer Impuls auf chemischem Wege übertragen und jeder Oberschüler lernt heute, wie es funktioniert. Das ist Schulstoff. Der sieht aber wirklich krass aus, ne? Also in Deutschland, ich bin sicher in Österreich auch. Ja? Ionenkanäle, Rezeptoren, Neurotransmitter in der Biologie. Ich habe das noch nicht in der Biologie gelernt, das gab es damals noch nicht in der Schule, aber im ersten Semester Medizin. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich habe damals dann meinen Professor gefragt, sagen Sie mal, wozu gibt es überhaupt diese Dinger? Denn es wäre eigentlich viel besser, der Impuls ginge einfach hier durch so ein Kabel durch. Warum? Da ging er schneller durch, denn diese Biochemie, die braucht erstens Zeit und zweitens braucht sie Energie. Und wenn man die also nicht hätte, wenn der Knubbel einfach nicht da wäre, wenn hier nur ein Kabel wäre, dann wäre das Ganze schneller und es würde weniger Energie verbrauchen. Und wenn etwas schneller geht und weniger Energie braucht, dann nennen wir das auch effektiver. Warum also dieser Knubbel? Nun, die Frage ist deswegen jetzt so ganz unwichtig, weil wie viel von den Nervenzellen haben Sie im Kopf, also von diesen Dingern hier, wie viel haben Sie im Kopf? Antwort, etwa 100 Milliarden. What the fuck? Jede hat 10.000 Verbindungen. Die Anzahl der Verbindungen in Ihrem Gehirn ist also 100 Milliarden mal 10.000. Das macht 1 Million Milliarden. 100 Milliarden mal 10.000. Vielleicht merken Sie sich auch einfach echt viel. Weil wer kann sich denn schon 1 Million Milliarden vorstellen, ich glaube. 1 Million Milliarden, Digga, krass. Mal der Herr Draghi kann das und der hat ja mit Milliarden viel zu tun. Also 1 Million Milliarden Verbindungen und die Frage sei ja doch wohl erlaubt, ja wozu denn? Wozu gibt's die Dinger, diese Knubbel da, die Synapsen? Und die Antwort meines Professors, als ich im ersten Semester war, also vor gefühlten 100 Jahren, war, halt deinen Mund. Das kenne ich aus dem Religionsunterricht damals, als ich immer hinterfragt habe. So, ich war damals schon ein kleiner Schwurbler und habe immer mich gemeldet und gesagt, ja, aber das macht aber so keinen Sinn, Digga, wie soll das denn passiert gewesen sein und wer hat das denn, kann das einer beweisen? Und dann irgendwann haben die auch einfach nur gesagt, halt dein Maul. Und ich habe mein Maul nicht gehalten und dann wurde ich rausgeschmissen. So. Wirklich, das war nicht freundlich, sondern der war irgendwie genervt von der Frage. Und im Nachhinein weiß ich auch, warum. Der wusste halt auch nicht. Das ist nämlich das Problem. Und das war nicht einmal sein Problem, es war nur halt deswegen für ihn so peinlich, weil er war natürlich Professor für dieses Ganze und deswegen der hat die ganze Tag darüber nachgedacht, über das Problem. Und dann fragt ihn so ein Schnösel die Frage, die ihn auch interessiert, nämlich warum gibt es denn das? Und er wusste es nicht, weil es niemand damals wusste. Und es ist so, da hältst du einfach deine Schnauze ganz kurz, Junge. Das ist die Erkenntnis aus der Gehirnforschung des letzten halben Jahrhunderts, ich übertreibe nicht, dass wir das heute wissen. Krass, erzähl mal jetzt. Nur ganz kurz. Das Bild kommt aus dem Jahr 1999. Wie jetzt, Digga? Der hat es gar nicht erklärt, ne? Es ist publiziert im Fachblatt Nature. Sie sehen hier zwei Synapsen, fotografiert, nicht gezeichnet. Und an der rechten liefen viele Impulse drüber und an der linken wenige. Vorher. Das hat man erst gemessen, dann fotografiert. Und nicht nur in diesem Einzelfall, sondern in diesen zwei Fällen, sondern in vielen Fällen. Und konnte deswegen zeigen, wo viel drüber läuft, wird das Ding größer. Und wo wenig drüber läuft, wird es kleiner. Noch einmal 10 Jahre später, wir schreiben das Jahr 2009, wieder eine wichtige Arbeit, da hat man ein Stückchen einer Nervenzelle jetzt fotografiert, 4 Tage später wieder, 4 Tage später wieder und dann noch einmal 4 Tage später und noch einmal 4 Tage später wieder. Also wir sind jetzt meinetwegen da oder da oder da.
Beim lebendigen Tierchen, das ist richtig Aufwand, da muss man alles wegmachen, Nerven mit Farbe füllen, Glasplatte drauf, Tierchen springt rum, 4 Tage später geht man wieder hin, macht wieder ein Bild. Das ist nicht so einfach. Ja? Ob das Tier das so fühlt, weiß ich auch nicht. Und das kommt raus. Sie sehen also wieder nicht die Fasern, die ankommen, weil nur da ist die Farbe drin. Aber Sie sehen Folgendes, rote und blaue Pfeile. Ein roter Pfeil bedeutet, hier ist eine neue Verbindung, also ein Knubbel, der war hier noch nicht. Blauer Pfeil bedeutet, da war einer, weg ist er. Und wir haben hier, nochmal, das ist ein Stückchen einer Nervenzelle, von denen haben Sie nochmal wie viel im Kopf? 100 Milliarden. Das ist auf jeden Fall eine neue Erkenntnis, ne? Man hat ja auch festgestellt, dass zum Beispiel, man hat ja früher immer gesagt, wenn du zum Beispiel irgendwie zu viel säufst oder was auch immer tust, dass dann Gehirnzellen verschwinden und die dann nicht mehr wiederkommen können. Und dann haben die irgendwann in den 2000ern, kam dann auch die Feststellung, dass unser Gehirn quasi neue Gehirnzellen aufbauen kann auch und dass verschwundene Dinge beziehungsweise weggesoffene Dinge in dem Fall auch wiederkommen können. Und man durch Lernen und Stimulation des Gehirns quasi wieder neue Nervenzellen und neue Gehirnzellen entwickeln kann. So. Das hieß mal ganz lange, dass einmal verschwundene Gehirnzellen für immer weg sind und man keine neuen mehr aufbauen kann. Das ist, glaube ich, das Thema hier, ne? Und an diesem Stückchen haben wir, wenn Sie die Pfeile zählen, 8 Pfeile in 8 Tagen. Da wird also abgebaut, neu gebaut, umgebaut, weggeräumt, permanent. Und zwar in... Meine Mutter hat mal in der Gehirnforschung gearbeitet in Heidelberg in der Universität. Und ja, da wurden einige sehr interessante Experimente gemacht. Ich habe da auch mal Praktikum gemacht. Voll interessant. Ich interessiere mich schon immer für medizinische, also für den Menschen halt so. Ich glaube, das steckt ja in uns allen drin, dass wir ein Interesse daran haben, wie wir Menschen eigentlich funktionieren, weil es auch so faszinierend ist, weißt du? So. Deswegen würde ich auch niemals ausschließen, vielleicht irgendwann einfach nochmal irgendwas zu studieren. Vielleicht auch in Amerika einfach. Einfach auf Englisch irgendwas Neues zu studieren, einfach um mir Wissen anzueignen. So. Kopf pro Nervenzelle, vorsichtig geschätzt, eine Änderung pro Tag mal 100 Milliarden Nervenzellen macht 100 Milliarden Veränderungen in Ihrem Kopf jetzt pro Tag. Das ist krass, Digga. Huch. So. Was hat der Tobias jetzt damit zu tun? Huch. Ich gehe davon aus, Sie merken davon irgendwie gerade nichts. Es passiert aber trotzdem. Der erste, dem das klar war, das war der Herr Leibniz. Bekannter deutscher Gelehrter. Bester Mann, der hat auch mit Pythagoras zusammengearbeitet, glaube ich. Nee, mit Newton. Erfindung der Integralrechnung. Der Leibniz hat vor über 300 Jahren, wir haben ja gerade das... Bester Mann, Digga, Integralrechnung, Bruder, das war mein Ding auf jeden Fall. Leibniz, ja, weil er vor 300 Jahren gestorben ist. Und er hat vor über 300 Jahren schon geschrieben, in unserem Gehirn, und der wusste nichts. Der wusste nichts von Nervenzellen, der wusste nichts von Synapsen, der wusste nur gerade mal, es gibt ein Gehirn. Was hat er aber entdeckt? Integralrechnung. Was macht man beim Integrieren? Man addiert immer mehr und es wird immer kleiner, bis man am Ende unendlich viel, unendlich Kleines addiert. Und der Leibniz, dem war klar, vor über 300 Jahren, dass es hier so zugehen muss. Er schreibt nämlich wörtlich, in unserem Gehirn passiert unglaublich viel, von dem kriegen wir nichts mit. Aber in der Summe hat es einen Effekt. Das ist Integrieren aufs Gehirn übertragen. Ja, das war ein Querdenker, Digga. Damals gab es noch intelligente Menschen, die einfach verstanden haben, dass wenn die in der Mathematik sowas wie Integralrechnung benutzen und quasi sich an die Null annähern, damit man dann die Lösung rausfinden kann, dass sowas auch in der Natur stattfinden muss und wahrscheinlich auch in unserem Gehirn so stattfindet. Und dann schreibt er ein paar Seiten weiter. Integral war Hölle, haha, ich habe Integralrechnung geliebt, Bro. Ich fand nur diese Grundlagenmathematik war, das habe ich nie gefühlt. So, 1x1 damals, wo man das gelernt hat. Und dann diese ganzen komischen Textaufgaben und so ein Scheiß, hat mich voll genervt. Sobald es in höhere Mathematik reinging, da war ich voll dabei, Digga. Integralrechnung, Differentialrechnung, Gleichungen etc. pp. Brutal. Das habe ich dann richtig gefühlt. Summe all diese Effekte, die nenne ich Persönlichkeit. Ja. Wie hieß dein Mathelehrer? Der Mathelehrer, der mich am meisten geprägt hat, war Herr Rossdeutscher. Bester Mann, Digga. Shoutouts gehen raus. Der hat mir richtig diese Liebe an der Mathematik. Der hat nämlich auch über so Leute wie Leibniz und so geredet. Der hat uns wirklich auch über die Entstehung von Mathematik Dinge beigebracht und so. Und ja, dann hatte ich noch ein paar Freaks, Bro. Unser Professor Neumann, Digga, der war krass, war mein Professor im Wirtschaftsingenieurwesen, Mathe 1 und 2.
der war zum Beispiel ein richtiger Freak, so. Der war richtig straight. Der hat auch keine Späße gemacht oder so. Der hat das Mathe-Thema so ernst genommen. Du hast richtig gemerkt, das ist sein Leben, so. Und wenn du ein bisschen gestört hast, der ist damit auch gar nicht, also der hat es gar nicht gefühlt, wenn du Mathematik nicht ernst genommen hast, so. Deswegen hat er seine Prüfungen auch so gestaltet, dass 50% bei Mathe 1 immer durchgefallen sind. Immer. In jedem Jahr, so. Weil der wollte halt, dass wir den Laden richtig ernst nehmen und ich fand's geil. Genau so ist es. Diese 1 Million Milliarden Synapsen in Ihrem Kopf, das sind Sie. Ja? Das ist, wenn Sie so wollen, die haben sich geändert. Und zwar so, wie eben Ihre Lebensgeschichte war. Das wissen wir heute, ich zeige es Ihnen auch gleich. Und genau deswegen sind Sie der, der Sie sind. Deswegen ist ja auch Ihr Gehirn Ihr wichtigstes Organ. Bist du durchgefallen? Nee, Mathe nie, glaube ich. Ich überlege gerade, ob ich Mathe 1 durchgefallen bin, weil ich das noch nicht richtig ernst genommen habe beim ersten Versuch. Aber ich glaube nicht, Bro. Ich glaube, ich habe Mathe immer bestanden. Es gab andere Fächer. Ich bin nicht so oft durchgefallen, obwohl ich auch oft schleifen lassen habe, so. Mit Fitness und YouTube und FIBO und so. Ich bin aber auch, wenn man das nicht denkt, so, wenn man meinen Stream verfolgt, ich bin ein sehr intelligenter Typ, so. Ich habe wirklich nicht viel gemacht und habe ein Wirtschaftsingenieurwesen-Studium durchgezogen bis zur Bachelorarbeit. Und dann nur wegen einer Klausur habe ich es halt nicht abgeschlossen, aber ich habe es halt durchgezogen auf entspannt. Und ich habe teilweise, also wirklich, jetzt soll sich auch keiner als Vorbild nehmen, aber ich habe teilweise, ganze Semester war ich nicht in der Uni, wirklich jetzt. 4 Monate, einfach nicht in der Uni gewesen, habe ein bisschen gelernt und habe die Prüfungen teilweise trotzdem bestanden. So. Also ich habe eine schnelle Auffassungsgabe und ich bringe mir Sachen gerne selber bei. Und ich mache dann so lange, bis ich es weiß. So. So. Sie werden sagen, naja, mein Kardiologe sagt mir was anderes. Ja? Und was Ihnen Ihr Urologe sagt, will ich gar nicht drüber nachdenken. Aber wer hat denn Recht von uns? Wer hat Recht von uns? Naja, ich habe Recht. Unser Gehirn ist unser wichtigstes Organ. Und das kann ich Ihnen einfach begründen. Ihr Gehirn ist das einzige Organ, wenn es transplantiert wird, wären Sie lieber Spender als Empfänger. Ihr Gehirn wäre das einzige Organ, wenn es transplantiert wird, wären Sie lieber Spender als Empfänger. Dauert ein bisschen, ja? Ja, Digga. Ja, Digga, krass. Dann bist du auf einmal ein anderer Typ, Bro. Im Endeffekt so ein bisschen hat er auf jeden Fall. Wenn du gut viel meditiert hast und deine Zirbeldrüse freigeschaltet ist, so, dann kannst du deine Seele behalten, glaube ich. Und dann kannst du das Gehirn wieder an deine Seele anpassen. Aber ansonsten bist du gefickt, Alter. Stellen Sie mal vor, Sie kriegen ein neues Gehirn. Ja, da wacht der Spender auf, guckt in den Spiegel, wundert sich, dass er aussieht wie Sie, aber Sie sind weg. Denn nochmal, Sie haben nicht Ihr Gehirn, Sie sind Ihr Gehirn. Ja? Sie haben ein Herz, kann man Neues reinbauen, Sie sind es immer noch. Aber nehmen wir an, man würde Ihnen ein Spendergehirn einpflanzen, dann wären Sie weg und der Spender wäre noch da. Er wird halt so aussehen wie Sie. Da stimme ich nicht zu, obwohl, Digga, das ist halt schwierig zu sagen, Digga. Dann ist halt die Frage, wo sitzt die Seele, ne? Ist die im Gehirn, ist die im Körper, ist die im Herzen? Das ist jetzt Philosophie. Manche behaupten ja, die ist ja quasi die Zirbeldrüse oder sitzt in der Zirbeldrüse. Das ist halt dann eine sehr spannende Geschichte, Alter. Philosophisch gesehen jetzt, sich darüber Gedanken zu machen, wenn du ein Gehirn von jemand anderem bekommst, ob du dann derjenige bist oder nicht. Oder ob du bleibst mit einem anderen Gehirn. Und wie sich das Gehirn dann verändern würde, das ist eine krasse Frage, Bro. Feier ich. Über sowas nachzudenken, feier ich gerade hart. Wurde das schon mal gemacht? Deswegen unsere Identität, das ist unser Gehirn. Haben wir nicht eins? In gewisser Weise sind wir unser Gehirn. Da bin ich, weil ich ein mieser, esoterischer Schwurbler bin, da bin ich, glaube ich, anderer Meinung. So, wir sind nicht unser Gehirn. Nee, wir sind auch nicht unsere Gedanken. Wir sind mehr als das. Unsere Seele, unser Bewusstsein geht über das hinaus. Meiner Meinung nach. So. Das kann man nicht nur aufs Gehirn runterbrechen. Du bist nicht nur das, was du denkst. So. Im Gegenteil sogar. Manchmal bist du gar nicht das, was du denkst. Diese Gedanken kommen von irgendwo, von irgendeiner Beeinflussung, aus der Luft heraus, irgendwoher. Aber das bist nicht du. Und jetzt komme ich nochmal zu diesen Dingen da zurück. Glaub, einmal wurde ein Kopf transplantiert.
Gab's schon mal eine Gehirntransplantation? Kann man eigentlich mal googeln, ne? Kopftransplantation. Als Kopftransplantation bezeichnet man die Transplantation eines Kopfes auf einen anderen Körper. Da Spender und Empfänger für eine medizinische Sinnfähigkeit solch einer Operation derselben Art angehören sollten, wird die Kopftransplantation zur Algonentransplantation gezählt. Erste Versuche an Hunden gab es bereits in den 1950er Jahren. Der italienische Chirurg Sergio Canavero hat die weltweit erste Kopftransplantation an Menschen ursprünglich für das Frühjahr 2018 angekündigt. Im November 2017 wurde bekannt, dass die von Canavero in China geplante Transplantation von der dortigen Gesundheitsbehörde untersagt werden soll. Der Operationskandidat Valley Spiridonov, der sich dem Chirurgen ursprünglich zur Verfügung stellte, wurde Vater eines Kindes und zog indes seine Bereitschaft zurück. In der Zwischenzeit hat es bis Dezember 2021 keine berichteten Fortschritte gegeben. Die medizinische Gemeinschaft setzt sich mit den verbundenen ethischen Fragestellungen auseinander. Immerhin, Alter. Immerhin. Das ist eine gute Sache, Digga, dass die sich darüber Gedanken machen, ob das ethisch überhaupt vertretbar ist. In der heutigen Welt, dass sowas wie Ethik überhaupt noch diskutiert wird, feier ich. Der russische Chirurg Wladimir Pretovich Dermichov erntete in den 1950er Jahren internationale Aufmerksamkeit, als er einen zweiköpfigen Hund erschuf. Ach du Scheiße! Hör auf, Junge! Mann, Alter. Das Time-Magazin berichtet 1955 darüber. Dermichov verpflanzte in seinem Experiment den vorderen Teil eines Welpen samt Kopf auf den ausgewachsenen Schäferhund. Warum machst du sowas, Digga? Bist du dumm? Du Arschloch. Warum macht man sowas? Für kurze Zeit schien der Eingriff geglückt. Beide Köpfe bewegten sich, bellten und fraßen, doch nach wenigen Tagen starb der Hund. Bruder, das jüngste Gericht wird auch die Leute holen, Digga, ich schwör's dir. Sowas ist menschlich Abschaum. Wer sowas überhaupt auf solche Ideen kommt, so. Guck mal hier. Das arme Tier, Alter. Mann, Menschen sind so ekelhaft, Digga, ich schwör's dir, die denken, die können alles machen, die können Gott spielen, Bruder, Gott wird euch holen, glaubt mir das. Studie hier, die war schon schön, aber die fing eigentlich am Tag 9 erst so richtig an. Da hat man nämlich dafür gesorgt, dass das Tierchen, wo auch da hinten das Loch hatte, hier hinten ist bei der Maus und bei Ihnen das Sehsystem. Jetzt bringt man dem Tierchen was bei, eine Woche lang, jeden Tag 2 Stunden, lernt es, und zwar genauer hingucken, genauer sehen. Es muss Sachen unterscheiden, das kann man Tieren wunderbar beibringen. Und dann gucken wir jetzt mal nach. Nach 4 Tagen Lernen, was haben wir? Rote Pfeile, was war das nochmal? Das waren neu geknüpfte Verbindungen. Blaue kaum, es wird fast nichts weggeräumt, aber neu geknüpft. Noch einmal 4 Tage später. Guck mal, Digga, deswegen ist Lernen so wichtig, Digga. Das, was wir jetzt hier gerade machen, das schafft Verbindungen für uns. So. Ich schaffe Verbindungen in eurem Gehirn für euch. Und für mich selbst. Das ist eine Win-Win-Situation, meine lieben Freunde. Also weitergelernt, wieder rote Pfeile, wieder. Ich sag dir, Alter, wenn du dir ein Video von diesen berühmten Hatern, die auch immer wieder hier im Chat angesprochen werden, ich will jetzt keine Namen nennen, wenn ich das so sagen darf an der Stelle, aber glaub mir mal, danach sind da sehr viele blaue Pfeile. Man hat nicht nur die paar hier fotografiert, nein, man hat natürlich in einem größeren Stil gezählt, hat auch geguckt, wie ist der... Deswegen ist es ja so wichtig, das sagt man ja nicht umsonst, du bist, was du konsumierst im Endeffekt. Und wenn du Sachen konsumierst, die dir intellektuell gut tun, ne, wo du was Neues dazulernst, dann hat das direkt einen Effekt auf deine Gehirnentwicklung. So tief muss man auch mal reingehen. Genauso ist es auch mit was du isst, mit wem du dich umgibst und diese ganzen Sachen. Da müssen wir halt extrem bewusst sein, meine lieben Freunde. Fortschritt des Tiers, und man konnte zeigen, der Lernfortschritt geht mit der Anzahl der neuen Verbindungen, die sich nachweisen lassen, die hat man halt gesehen, ja, Hand in Hand. Und von daher wissen wir, und Sie müssen mir eins glauben, wir haben jetzt nicht die 2 Arbeiten, die ich Ihnen jetzt ganz kursorisch dargestellt habe. Wir haben zu diesem Sachverhalt Zehntausende, ich übertreibe nicht, Zehntausende wissenschaftlicher Arbeiten. Auch ein paar Nobelpreise, ja,
auch der Herr Kandel, der aus Wien kommt, ja, und erst Psychoanalytiker war und dann Hirnforscher. Unter anderem der hat dafür einen Nobelpreis bekommen, aber noch andere auch. Für den Nachweis, dass letztlich Lernen ist, wenn bei uns im Kopf die Verbindungen sich ändern, dadurch, dass Nervenzellen sich Informationen zuspielen und dadurch die Verbindung zwischen ihnen zunehmen. Das ist der Witz von den Verbindungen. Die ändern sich durch ihre Benutzung. So wie ein Muskel. Wenn Sie Ihre Muskeln benutzen, so, dann ändern die sich. Das kann man ja von außen gucken. Das Gehirn ist ja auch ein Muskel. Nehmen wir mal so. Auf eine gewisse Art und Weise. Ist es dann nicht so, dass wenn jemand viel lernt, dass er so einen Kopf hat? Guter Punkt, Bro. Ganz einfach. Habe ich Ihnen vorhin schon erklärt. Ihr Gehirn ist Ihr wichtigstes Organ. Und deswegen ist es das einzige Organ, was rundherum vom härtesten, was wir im Körper haben, nämlich Knochen, umschlossen ist, hat noch eine chemische extra Hülse, damit... Das wichtigste Organ? Manche tendieren auch zum Herzen, ne? Keine Chemie rein kann, wenn wir uns mal vergiften, Blut-Hirn-Schranke und hat lauter clevere Tricks, die dafür sorgen, dass unser Gehirn so gut geschützt ist, wie sonst nichts, was wir im Körper haben. Aber das ist auch Spekulation von meiner Seite so, ne? Ich habe das mal irgendwo gehört, dass das Gehirn, obwohl, wichtigstes Organ, meint er wahrscheinlich damit, dass wenn das Gehirn, man kann ja ohne Gehirn nicht leben, oder? Man kann aber ohne Herz leben, wenn man angeschlossen ist, irgendwo am Pumpen oder so, ne? Oder Herztransplantation und so, das hat ja alles auch schon stattgefunden. Ich glaube, der meint das damit. So, deswegen ist es am meisten geschützt. Und genau deswegen kann es aber auch nicht wachsen. Wenn tatsächlich das stimmt, was ich Ihnen sage, nämlich dass da oben mehr Materie entsteht, also Verbindungen entstehen, wenn wir das Ding benutzen, das Volumen ab... Mehr Materie entsteht, geil. ...konstant bleiben muss. Aber was dazu kommt, dann muss sich eine physikalische Größe ändern. Die Dichte. Und wir können tatsächlich heute von außen Dichtemessungen machen und Hirnprozesse dadurch studieren. Das geht. Beim Lernen. Boah, miese Gehirnrecherche, Freunde. Brutal interessant. Es geht wirklich. Da lernt einer irgendwo was ganz Bestimmtes und genau da nimmt die Dichte zu. Londoner Taxifahrer, wir haben ja im Gehirn eine Art Navigationssystem. Bei denen können Sie nachweisen, dass die ein dichteres Navigationssystem haben als die, die nicht Taxi fahren. Krass, Digga. Ich schwöre dir, ich habe auch ein dichteres Navigationssystem in meinem Kopf. Auf irgendeine, weiß ich auch nicht warum, aber ich bin so, orientierungstechnisch bin ich so stark, Bro. Wirklich jetzt, da haben sich viele schon gewundert. Ich bin einen Weg einmal gefahren vor 5 Jahren, Digga. Wenn ich den Weg nochmal fahren soll, ich weiß, wo ich lang muss. So. Mein Gehirn ist, glaube ich, da auch dichter. Vielleicht war ich im letzten Leben Taxifahrer. So. Fahrer zum Beispiel, die beste Kontrollgruppe. Wegen so viel Date-Adressen. Kann auch sein, Bro. Das kann natürlich auch sein. Guter Punkt, Yasuke. Du holst dich wieder raus aus der Scheiße gerade. Und Sie können sogar nachweisen, dass wenn die Taxifahrer Taxifahren lernen und in London müssen die dazu 25.000 Straßen auswendig lernen und 3.000 Plätze. Da brauchen die 4 Jahre dazu. Jetzt scannt man deren Hirn vorneweg, misst die Dichte vom Navi hinterher. Die Hälfte fällt bei der Prüfung durch und bei denen nimmt die Dichte vom Navi nicht zu. Und bei denen, die Prüfung geschafft haben, hat die Dichte vom Navi zugenommen. Sie können auch Jonglieren Erwachsenen beibringen. Das Gehirn vorher scannen und hinterher und gucken, nimmt irgendwo die Dichte zu und Sie finden ein kleines Areal, etwa da, dann nimmt die Dichte zu. Wofür ist es zuständig? Für die Koordination von Auge und Hand. Dieses Ding nimmt zu, wenn Sie jonglieren lernen. Ja, das ist so wichtig eigentlich, immer Dinge dazu zu lernen, ne Freunde? Ich schwöre dir, das hat mir meine Mutter damals auch schon gesagt, in der Hirnforschung haben wir das auch da festgestellt und so. Es ist so wichtig, auch im Alter noch neue Sachen zu lernen für unser Gehirn. Das beugt auch Alzheimer und diesen ganzen Sachen vor, weißt du? Immer wieder irgendwas Neues lernen. Immer wieder was Neues dazu lernen, Bro. Wichtig. Ja. Medizinstudenten in bestimmten gedächtnisrelevanten Arealen vor dem Physikum nimmt die Dichte zu. Ja, die lernen halt viel. Ja, klar. Also man kann heute tatsächlich Lernprozesse bei Menschen von außen sich angucken, nämlich das hier, was Sie im Kleinen hier sehen, hat im Großen die Änderung der Dichte eines kleinen Gehirnbereichs, nämlich der, der da gerade lernt, zur Folge. Und das kann man heute sichtbar machen. Jetzt sind wir eigentlich schon bei der Antwort der Frage. Das Hirn habe ich Ihnen vorhin gezeigt. Nur das sind, die habe ich nur mitgebracht, damit Sie sehen, das ist nicht das Einzige. Das ist ein Münchner Lastwagenfahrer, 51 Jahre, der sich auch im Scanner zufällig verirrt hat. Der hatte gar nichts. Und als das Bild rauskam, haben sie Doktor von den Stuhlen gehauen, weil die haben, wenn sie das Bild einem Radiologen zeigen, sagt er, was wollen Sie, der Mann ist tot. Krass, Digga. Guck mal, das sieht aus wie ein Gesicht hier, ne? Wie ein Schwein. Guck mal, oben links.
Das guckt mich voll an. Der sieht aus wie ein Schweinegesicht, ne? Sei ehrlich. Seht ihr das auch? Was labert der? Seht ihr nicht, wa? Hier oben links, Bro, das sieht aus wie ein Gesicht. Hier ein Auge, zweites Auge und hier die Nase. Nee, sagt der. Krass, Digga, ihr seht es nicht, wa? Hä, was? Links oben, Mann. In der Ecke hier, Digga. Hä? Was ist los mit euch? Ja, Suke, du bist eh raus, komm. Von den Stühlen gehauen, weil die haben, wenn sie das Bild einem Radiologen zeigen, sagt er, was wollen sie, der Mann ist tot. Genau, bei dem sagt er das nebenbei auch. Ja? Hatte nichts, wurde sofort publiziert. Einzelfall, hey, es gibt jemanden, der hat, vorne fehlt alles und keiner merkt, er auch nicht und sonst niemand. Ja? Das ist aber voll krass, Digga. Der wichtigste Fall von den dreien ist das der hier. Das ist auch höchstrangig publiziert in der im Fachblatt The Lancet, vielleicht das bekannteste weltweit wissenschaftliche medizinische Fachblatt. Ganz kurz zu dem Fall, da geht es so, das Mädchen hatte hier eine Entzündung, die drohte mit 3 Jahren, die drohte auf die andere Hirnhälfte überzugreifen und da hat man sich zu einer heroischen Therapiemaßnahme entschlossen, halbes Hirn rausoperiert. Was, ne? Man nimmt dem Therapie halbes Hirn raus. Denke mal, um Gottes Willen. Wenn hier das Ding fehlt, ist man halb seitengelähmt auf der anderen Seite. Was sitzt hier noch? Sprachzentren, motorisch, sensorisch. Was würden Sie also erwarten? Das Kind spricht nicht, versteht nichts, sitzt im Rollstuhl, schwerst körperlich, geistig behindert. Fakt ist, das Kind wurde im Alter von 7 Jahren nachuntersucht und da kommt auch dieses Bild her und eine kleine Arbeit, die dazu publiziert ist. In der steht etwa drin, ja, ja, wir haben ein schwerst behindertes Kind erwartet. Und als wir es untersucht haben, kam es reingesprungen. Boah, Digga. Inkte nicht. Gar nicht. Und spricht 2 Sprachen. Digga, das ist ja krass. Nämlich Türkisch und Holländisch fließend. Was? Türkisch und Holländisch fließend, Digga. Ohne Sprache. Guck mal, das Gehirn, wie krass das ist, Alter. Das kann einfach umdisponieren, so. Umverlagern. Okay, dann machen wir das halt jetzt auf der Seite. So. Und unser menschlicher Körper ist so heftig. Drin. Ja, was glauben Sie, was mit alles geht nebenbei? Also diese 3 Gehirne sind, wenn sie sind viel... Da merkst du dann auch, was für ein Potenzial wir eigentlich auch haben. Ne? Stell dir mal vor, du hast ein komplettes funktionierendes Gehirn, was du für ein Potenzial eigentlich hast. Ne? Philosophisch betrachtet Existenzbeweise. Die zeigen Ihnen nämlich, es klappt nicht immer, aber mit etwas Glück, mit den richtigen Rahmenbedingungen, mit ein paar... Die Arbeitsprozesse wurden einfach auf den gesunden Bereich verlagert. Ja, einfach mal so auf den gesunden Bereich verlagert. Das Krasse ist halt dabei, dass die ja dachten, das geht nicht, weißt du? Das musst du dir mal überlegen, was für Erkenntnisse das noch sind für die Wissenschaft auch, für die Gehirnforschung etc. Voll krass, Digga. Und da kannst du auch sehen, dass, also ich bin auch der Meinung, da gehen wir jetzt in die Mystik rein, aber ich glaube auch, unmögliche Dinge sind möglich. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Guten Umständen ist sowas möglich, zeigt aber auch, bei dem wissen wir es, der hat es seit der Kindheit gehabt, der muss das seit der Kindheit gehabt haben. Weil das ist überhaupt nur möglich, wenn sie das seit der Kindheit haben und nicht, wenn wir das jetzt hätten. Da und da wären wir tot und da wären wir ganz schlecht dran. Und es wird sich auch nicht mehr ändern. Und der Punkt ist, wenn sie das als 3-Jähriger haben oder noch davor, dann kann es sein, wenn sie Glück haben, dass sie nach ein paar Jahren nichts mehr davon wissen und merken. Weil unser Gehirn in jungen Jahren so unglaublich lernfähig ist. Diese Kurve, die stammt von einem Wirtschaftswissenschafts-Nobelpreisträger, Jim Heckman, der hat die vor 10 Jahren im Science-Fachblatt publiziert, in einem Artikel, da geht es letztlich darum, wie ändert sich die Bildungsrendite in Abhängigkeit vom Alter des zu Bildenden. Also so, wenn Sie 1 Euro in Bildung stecken, wo stecken Sie den Euro rein, damit Sie am meisten Bildung rauskriegen für den Euro? Und das hat er anhand von der damals vorhandenen Literatur untersucht und die Folie sagt eigentlich, also ist ein Bild in dieser ganzen Publikation, sagt alles, nämlich, die stecken das Geld in den Kindergarten, da bringt es am meisten. In der Schule bringt es auch noch einigermaßen Rendite, wie man so sagt, ja, also kommt Bildung rum dafür, dass sie Geld reinstecken. Naja, und da eigentlich nimmer. Und bevor sie jetzt depressiv nach Hause gehen, wir hatten da so einen Psychiater aus Ulm und der hat uns als allererstes erzählt, dass wir völlig lernunfähig sind. Was soll das eigentlich?
Das kann man bestimmt vorausverzögern. Das Problem ist ja, dass man in der Schule und auch im Job und so dann so, ja, so verändert wird, dass man denkt, man muss nicht mehr dazu lernen. Man sagt uns ja, ja, nach der Ausbildung bist du fertig, dann machst du einen Job, dann machst du es bis zum Tod und dann ist alles gut, so weißt du. Aber wenn du weiterhin dieses Kind in dir behältst, neue Dinge dazulernst und dich nicht von diesem System gefangen halten lässt, so wie ich das auch versuche zu tun. Reisen, woanders hingehen, neue Dinge lernen, neue Menschen kennenlernen, neue Sachen ausprobieren, diese ganzen Sachen, dann kann man diesen Prozess, glaube ich, weiter halt auch noch, ich sage, man kann den bis zum Tod beibehalten, diesen Prozess, diesen Lernprozess und diesen, dass das auch krass funktioniert, so weißt du? Man darf sich den halt nicht kaputt machen lassen. Muss ich Ihnen sagen, dass das zwar richtig ist und nebenbei, wer die Kurve nicht glaubt, der solle mal mit einem vierjährigen Memory spielen. Sie verlieren immer. Echt? So. Warum ist das so? Ja, weil der Vierjährige noch keine Ahnung von gar nichts hat. Der lernt ja erst. Der weiß ja noch nichts. Der hat zwar seine Sprachzentren, der hat seine motorischen Zentren, aber die können ja nichts, wenn er geboren wurde. Die müssen ja funktionieren. Und das müssen... Echt? Die lernen. Und so ein kleiner Knirps, der zieht sich hoch, plumpst hin, zieht sich hoch, plumpst hin, zieht sich hoch, plumpst hin. Und jedes Mal schickt sein Gehirn ein paar Impulse an ein paar Muskeln und stoppt die Zeit, bis er unten ist. Und wenn er jetzt, wenn die Impulse in die richtige Richtung verschoben wurden, ja. Ich muss mal mit einem vierjährigen Memory spielen, das will ich jetzt ausprobieren. Bleibt er halt einen Tick länger oben. Und das merkt sich das Hirn und lässt die Impulse so. Und dreht wieder ein bisschen rum. Und wenn er schneller unten war, dann war es falsch, die Richtung der Veränderung wird wieder rückgängig gemacht. Wenn Sie das ein paar tausend Mal machen, bleiben Sie irgendwann oben. Erst ein bisschen wackelig und dann immer besser. Wie lernt man laufen? Ganz einfach von Fall zu Fall. Facts. Ja, Sie hören das richtig. Anhand der einzelnen Fälle wird nicht der Einzelfall gelernt, sondern das Allgemeine dahinter, nämlich wie man oben bleibt. Man merkt sich nicht, am linken Stuhlbein bin ich auf der rechten Probacke gefallen. Nein, man merkt sich, wie man oben bleibt. Wie geht's sprechen? Ja, mach mal, die merken sich das krass. Heftig. Eine Antwort, genau so. Jeder quatscht mit Ihnen. Und Ihr Hirn macht was ganz Schlaues. Es merkt sich nicht, wie ein Kassettenrekorder, die einzelnen Sätze. Nein, es merkt sich die einzelnen Wörter, die sind allgemein. Tisch heißt immer Tisch. Die Bedeutungen sind allgemein und dann merkt er sich noch die Regeln der Benutzung dieser Wörter, sprich die Grammatik. Und dann können Sie mit 6, so lange dauert es halt bei der ersten Sprache, können Sie reden. Und zwar ganz fehlerfrei, grammatisch und Sie benutzen die Wörter richtig, ohne Vokabeln pauken, ohne Grammatik zu lernen und trotzdem können Sie Deutsch. Und der Chinesisch, weil man mit dem halt Chinesisch gesprochen hat. Daran sieht man schon, der Input ist wichtig. Wenn Sie nur im Bett liegen und nichts mit Ihnen passiert, lernen Sie nicht sprechen. Voll, Digga. Voll, voll, voll. Genauso wenig, wie Sie laufen lernen, wenn Sie nur im Bett liegen. Aber wenn Ihr Hirn arbeitet... Das ist... Ich zum Beispiel ziehe mir jetzt seit ein, zwei Jahren nur noch englischen Content rein und habe richtig und merke richtig, wie mein Englisch sich dadurch verbessert, ohne Lernen. So. Wenn ich jetzt ein Kind wäre, wäre das wahrscheinlich, würde es noch besser und schneller funktionieren. Aber es funktioniert trotzdem. Dann verarbeitet es Informationen, dadurch ändern sich die Verbindungen zwischen den Nervenzellen und dadurch wird die Verarbeitung immer effizienter. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ich will Ihnen mal klar machen, wie wichtig, und das wird Sie versöhnen mit der Tatsache, dass wir alle uns hier auf dieser Kurve befinden. Denn diese Kurve ist nur die halbe Wahrheit und die andere Hälfte, die wissen Sie, aber Sie wissen nicht, dass Sie sie wissen. Korrekt. Ehrlich gesagt habe ich abgeschaltet. Ja, ist doch okay, Melissa, aber einige sind hier mit am Start, Digga, fühle ich. Geil, dass Leute auch das fühlen. Das ist jetzt auch nicht so ein TikTok-Vibe, ne? Krass mit Lachen, das Lernen. Das ist jetzt hier gerade School, quasi. Love School. So. Und ich finde es geil, dass man trotzdem noch eine gewisse Audience behält, auch bei solchen Themen. Und dass die Leute wirklich auch Interesse daran haben, Dinge zu lernen. So, finde ich geil. Ich liebe euch. Deswegen frage ich es mal kurz aus Ihnen heraus. Geht ganz einfach. Hier sind zwei Deutsche. Die können Deutsch natürlich und der kann nur Deutsch. Und der kann Deutsch und 4 Fremdsprachen. Jetzt lernen die beide eine neue Sprache. Wer kann besser? Der, Hand hoch. Der. Also ich würde mich festlegen auf den, der schon 4 Sprachen kann. Der. Ja, weil der schon sich diesen Lernprozess, eine neue Sprache zu lernen, schon integriert ist in seinem Gehirn quasi. Neues Instrument, der kann noch keins, der kann schon 4, wer lernt es besser? Na, wieder der. Mhm. Neues Werkzeug, der hat noch wenig Werkzeugerfahrung, der hat eine ganze Werkstatt im Keller. Ein neues kommt auf den Markt, die kaufen es beide, wer lernt es besser? Na, der.
Mathebuch. Der hat noch nie eins gelesen, der hat schon 10 gelesen. Neues kommt auf den Markt, beide kaufen sich das mal und dann lesen die drin. Und wer hat mehr davon? Der. Merken Sie was? Es wird langweilig. Das ist immer der. Schauen Sie hier, da ist eine Festplatte drin, die speichert Informationen. Wenn die zu 50% voll ist, passt noch 50% rein. Wenn die zu 90%... Das war bei mir auch zum Beispiel, ich war immer sportlich begabt. Wenn ich eine neue Sportart gelernt habe, so, weil ich immer sportlich begabt war und schon ein, zwei Sportarten gelernt habe, habe ich neue Sportarten voll schnell gelernt, so, weißt du? Und dann irgendwann bist du so ein Typ, der generell bei sportlichen Tätigkeiten einfach stark ist, so. Das passt noch 10% rein. Das ist alles Training, Digi. Aber haben Sie mal mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, hör mal zu, ich kann 6 Sprachen, also meine Sprachzentren sind jetzt langsam voll. Gibt's nicht, ne? Ja, Sie lachen. Das ist Unfug, ja? Aber was haben Sie denn damit klargemacht, dass Ihnen, dass Sie eine... Unbegrenztes Potenzial. Sie haben deswegen gelacht, weil Sie wissen, dass es Unfug ist. Aber damit, jetzt drehen wir es doch mal um und sagen, was ist denn die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass das hier oben ein ganz unglaublicher Speicher ist. Der hat die irre Eigenschaft, da passt umso mehr rein, je mehr schon drin ist. Digga, das ist krass. Boah, Digga. Das ist auch inspirational gerade, Freunde, für mich jetzt auf jeden Fall. Es gibt Leute, die können 50 Sprachen. Die können für die 51. nicht noch 6 Jahre brauchen, denn dann, wenn sie für jede so lang bräuchten, wären sie schon 300 Jahre alt. Gibt's nicht. Aber Leute mit 50 Sprachen gibt's. Und die lernen die nächste in 6 bis 8 Wochen. Das weiß man, das ist alles gut untersucht. Aber was heißt denn das? Ja, hier oben gibt es keine CPU, die rechnet und eine Festplatte, die speichert. Hier oben gibt es nur 100 Milliarden Nervenzellen. Und die schieben sich Informationen zu. Dadurch ändern sich die Verbindungen zwischen ihnen. Und dadurch wird die Verarbeitungsleistung von dem Ding besser. Weil der Speicher die Verarbeitung ist. Und die der beschreibt es auch geil, ne? Ich finde, das ein guter Vorträger. Verarbeitung der Speicher ist, das ist ein... VorträgerInnen, na man, wie ich jo. Ens Vortrag, ens Vortragender. Und daraus vortragen des. Eine keine Ahnung. Menge. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wir werden jeden Tag fehlinformiert. Da kommt was in der Zeitung. Ah ja, die Digital Natives, die sind ja, naja, die wissen manches nicht, aber die lagern ja aus. Und weil die auslagern, deswegen wissen die anderes, weil die Platz dafür haben. Jetzt wissen Sie, das ist völliger Unsinn. Alles, was Sie in Kindheit und Jugend nicht lernen, spart Ihnen keinen Platz, damit Sie später was anderes lernen können. Fake News. Sondern es hindert Sie daran, später mehr zu lernen. Weil alle, die... Digga, das, umso mehr du lernst, umso besser. So, ich sag dir ehrlich, ich habe das schon damals gemerkt. Deswegen, ja Digga, ich muss wieder irgendwas studieren oder so. Damals im Studium, wo ich gelernt habe, habe ich gemerkt, wie mein Gehirn krasser funktioniert in allen anderen Lebensbereichen. Selbst in den Kreativen, wie YouTube und so. Ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich mein Gehirn, weißt du, wenn du das stimulierst und jeden Tag irgendwas dazulernst, selbst Dinge lernst, auf die du eigentlich gerade keinen Bock hast, einfach so random Sachen, Kraft- und Arbeitsmaschinen, Digga, weiß ich noch ganz genau, wie ich da saß, warum bringe ich mir jetzt bei, wie eine Pumpe funktioniert, Digga, ich werde das niemals irgendwann in meinem Leben benutzen, aber egal. Und dann findest du Interesse daran, dann bringst du dir das bei, dann lernst du das, dann rechnest du das aus und dann merkst du auf einmal, krass, irgendwie macht das was mit mir, weil ich jetzt was Neues gelernt habe, so, weißt du? Sind. Die lernen dadurch, dass sie an das, was schon gelernt ist, Neues anknüpfen. Wer 5 Sprachen kann, der hat eine viel größere Chance, wenn 2 sich unterhalten und der hat keine Ahnung, in welcher Sprache die reden, dann kennt die auch nicht, hat eine viel größere Chance, mal was aufzuschnappen und dann mal einen Anfang zu finden und dann weiterzumachen, weil er schon ganz fein ziselierte Sprachzentren hat und da schon ganz viele Informationen drinstecken. Ja. Deswegen kann der auch Sprache viel differenzierter verarbeiten, weil noch einmal, der Speicher die Verarbeitung ist und die Verarbeitung der Speicher ist. Deswegen, weil es da keinen Unterschied gibt, wird das Ding umso besser, je mehr es gespeichert hat. Und je mehr es gespeichert hat, desto mehr kann es noch oben drauf lernen. Das ist eine ganz wichtige Einsicht. Beste Leben, Alter. Oder würden Sie sagen, es macht Sinn, in der Schule auf Englisch zu verzichten, damit man mit 20 besser Chinesisch lernen kann? So gesagt, merken Sie, welcher Unfug Ihnen jeden Tag erzählt wird. Dass Menschen, die als junge Menschen auslagern irgendwas, dass sie dann irgendwas anderes deswegen besser können können. Das ist völliger Nonsens. Um es auch gar zu sagen, Sie können nicht Wissen durch Computer ersetzen. Wissen ist da oben drin und je mehr Wissen Sie haben, desto leichter kommen Sie an Informationen, die da draußen irgendwo sind, ran. Wenn Sie aber kein Wissen haben, kommen Sie auch nicht ran. Wenn Sie nichts wissen, haben Sie sowieso keine Frage und dann benutzen Sie den ganzen Krempel auch nicht. Aber wenn ist so. Ein bisschen
Wissbegierigkeit, boah, wichtig. Wenn was wissen und fangen an, mit Informationstechnik sich schlau machen zu wollen, scheitern sie furchtbar. Der Name für das ist... Digga, den kennt man doch, oder? Kennt man den nicht hier, den Cousin? Hä? Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, man kennt den. Irgendein Politiker-Clown oder so, glaube ich doch, oder nicht? Morbus Google, zumindest im medizinischen Bereich. Wissen Sie, was Morbus Google ist? Können Sie den bei selber googeln, Sie finden das? Aber ich erzähle es Ihnen kurz. Das haben Wissenschaftler von der Firma Microsoft im Jahr 2009 erstmals publiziert. Die haben einfach untersucht, was passiert, wenn ein medizinischer Laie, der beim Doktor war und eine Diagnose erfahren hat, nach Hause geht und dann auf dem Heimweg denkt, oh, ich hätte den Doktor noch dessen das fragen sollen. Ja, und da denkt er sich, naja, ist nicht da der Doktor, ich bin schon wieder draußen. Wie heißt der Bre eigentlich, der Vortrag? Manfred Spritz, Spitz. Der Money, oder? Ist auch Money, oder? Ja. Dr. Manfred Spitzer. Praxis und deswegen, wenn ich heimkomme, erstmal googeln. Googeln Sie mal Kopfweh. Da sind Sie in 0,1 Sekunden bei... Money, mein Jutster. ...Tumor. Und googeln Sie mal Muskelzittern, dann sind Sie in 0,1 Sekunden bei ALS und erfahren, dass Sie noch etwa ein Jahr zu leben haben. Und genau das passiert immer. Nochmals, sagen Ingenieure von Microsoft, die haben sich damit beschäftigt. Das Problem ist nämlich, der geht am nächsten Tag zum nächsten Doktor, zweite Meinung einholen, geht noch beim Psychiater vorbei, holt sich Beruhigungs- und Schlafmittel, vielleicht noch ein paar super tiefe Gespräche, weil er sonst nicht mehr klarkommt und ist völlig durch den Wind. Das kostet Geld. Mittlerweile unser Gesundheitssystem einen signifikanten Beitrag. Die Lösung wird total einfach. Wenn Sie im Bereich der Medizin googeln, dann hilft es schlichtweg, wenn Sie vorneweg Medizin studiert haben. Besseres Verständnis. Können Sie sofort sagen. Du weißt, wie du suchst quasi. Das macht Sinn, das ist Unfug, weil Sie einfach Vorwissen haben. Und es ist Ihr Vorwissen, was Ihnen erlaubt, Suchmaschinen zu verwenden. Es gibt keine allgemeine Fähigkeit, Wahrheit von Falschheit zu unterscheiden. Vorwissen und... Es gibt keine allgemeine Fähigkeit, Wahrheit von Falschheit zu unterscheiden. Da bin ich wieder, weißt du, ich bin halt ein esoterischer, mystischer Schwurbler so und ich glaube, dass wir alle Gott gegeben auf jeden Fall richtig und falsch unterscheiden können im Herzen so und es fühlen und spüren können so, weißt du, wie ich meine? Und im Endeffekt dann auch spüren können, was wahr oder nicht wahr sein könnte, sagen wir es mal so einfach. Ich glaube, wir haben sowas wie ein Bauchgefühl, sowas wie einen Kompass in uns quasi, der uns auf den richtigen Weg, weißt du, natürlich... Wenn du gelernt hast und wenn du dich mit Dingen auskennst, kannst du das vielleicht noch besser benutzen auch. Aber am Ende des Tages hat jeder Mensch so eine Art Bauchgefühl, was dir sagt, was richtig und nicht richtig ist. So. Scheidet Wahrheit von Falschheit. Intuitionmäßig. Anders geht's überhaupt nicht. Das ist völlig klar und völlig normal. Das muss so sein. Ja. Deswegen können Sie eben auch Wissen nicht durch Google ersetzen. Sie müssen ganz viel wissen, dann können Sie auch gut googeln. Ganz einfach. Diese Kurve hier beschreibt einfach die Lerngeschwindigkeit. Ja. Diese Kurve hier ist das, was bei rauskommt. Die gelbe Kurve beschreibt einfach, wie leistungsfähig ist Ihr Gehirn über Ihre Lebenszeit. Bei Ihrer Geburt kann Ihr Hirn nicht viel. Da ist zwar alles da, aber was da ist, ist noch nicht auftrainiert. Und dann wird es trainiert. Am Anfang am allerschnellsten. Deswegen steigt die Kurve am Anfang am steilsten hoch. Haben wir ja gesehen, weil da am meisten gelernt wird. Lerngeschwindigkeit war am höchsten. Ja. Und dann nur ganz kurz, es wird immer besser, dann sind wir erwachsen und das Ding funktioniert. Und darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben, reichen drei Sätze. Irgendwann geht es mit Ihrer geistigen Leistungsfähigkeit bergab. Das hat einen Namen, D herab, Mens, der Geist, Demenz. Keine Diagnose, nur eine Beschreibung, dass es mit dem Geist bergab geht. Welche Krankheit dahinter liegt, ob mehrere kleine Schlaganfälle, dann spricht man von... Ach krass, Demenz ist keine Krankheit, sondern nur das mit dem Geist quasi, das ist krass, Digga, das wusste ich gar nicht. Demenz, keine Diagnose, funktioniert und darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben, reichen drei Sätze. Irgendwann geht es mit Ihrer geistigen Leistungsfähigkeit bergab, das hat einen Namen, D herab, Mens, der Geist. D herab, Mens, der Geist. Crazy. Keine Diagnose. Nur eine Beschreibung, dass es mit dem Geist bergab geht. Welche Krankheit dahinter liegt? Keine Diagnose, sondern nur eine Beschreibung, dass es mit dem Geist herabgeht. Jetzt ist die Frage auch, ob das so sein muss quasi. Muss das immer so sein?
dass der Geist mit dem Alter runtergeht quasi und nicht mehr steigen kann? Oder kann man dagegen arbeiten, beziehungsweise das möglich machen, dass der Geist bis zum Tod quasi wächst? Ich habe das Gefühl, es geht. Mehrere kleine Schlaganfälle, dann spricht man von Multi-Infarkt-Demenz und das Hirn sieht irgendwann aus wie ein Schweizer Käse, lauter Löcher und tut nicht mehr so gut. Ja? Oder Alzheimer-Ablagerungen machen Nervenzellen kaputt und die Ablagerungen nehmen immer mehr zu und immer weniger Nervenzellen sind da und es tut nicht mehr so gut. Das ist alles Krankheiten, die Demenz machen, gibt es dutzendweise. Was man aber gern vergisst, und das ist mir so wichtig, ja, ist folgendes Sachverhalt. Den muss ich eigentlich, Entschuldigung, im Bergvolk wie der Österreicher nicht erklären. Ja. Denn für jeden Abstieg gilt, je höher Sie anfangen, desto länger dauert es, bis Sie unten sind. So. Also wenn Sie von einem Berggipfel runterlaufen, ja, können Sie lange runterlaufen, sind immer noch ziemlich weit oben. Wenn Sie aber von der Sanddüne zum Meer laufen, dann sind Sie gleich da. Dann sind Sie gleich da, Digga. Wie schon. Das ist alles, was ich sage. Und was Ihnen vielleicht nicht klar ist, für den geistigen Abstieg gilt genau dasselbe. Stellen Sie sich vor, ihr... Du musst halt geistig ganz weit aufsteigen, dann steigst du auch nicht so weit abmäßig. Die Entwicklung sei super gut gelaufen, Sie sind da. Jetzt geht Ihr Hirn kaputt und Sie kriegen eine Demenz. Ja, dann kriegen Sie die so mit 150. Und da sind Sie halt schon vorher an was anderem gestorben. Ja, Digga, der hat recht. Der hat recht. Das ist das, was ich meinte. Du musst dich halt weiterentwickeln die ganze Zeit. Und wenn dann irgendwas kommt, dann zieht sich das so lange, dass du es gar nicht mehr erlebst, weil du so krass warst, weil du dich so hochgearbeitet hast, geistig und intellektuell. Das heißt, sie kriegen sie. Voll geil. Die ist ja süß. Das ist ganz wichtig. Servus. I like that. Solche Fälle. I like that. Oha, Digga. Theo nochmal ein 5er Subbombe rausgeknallt an die Community. Ich küsse doch deine Zirbeldrüse. Bester Mann, muchas gracias, bro. Man, genauso wie man die drei Hirne von vorhin kennt, kennt man das Gehirn einer Ordensschwester, die hieß Schwester Maria, die war mit 20 schon super fit, kann man nachweisen, weil sie einen super tollen Lebenslauf geschrieben hat. Mit 80 hat sie immer noch als Lehrerin gearbeitet, mit 84 hat sie aufgehört zu arbeiten und hat inoffiziell weiter als Lehrerin gearbeitet, mit 101 ist sie gestorben und sie war topfit. Das weiß man, weil kurz vorher waren noch mal wieder Leute da und haben bei ihr einen Demenztest gemacht. Den gleichen, den wir in der Klinik auch machen. Meine Uroma ist mit 103 gestorben oder so. 104, die war topfit. Topfit. Fahrrad gefahren, im Garten rumgemacht, Talks gehabt, dies, das, bla bla bla. Die war voll am Start, weil die einfach halt weitergemacht hat, so wie vorher. So. Ja, die hat im Alter nicht groß was verändert, so, sondern die war immer noch aktiv, hat sich immer noch mit Leuten unterhalten, ist immer noch Fahrradfahren gegangen, immer noch Gartenarbeit gemacht. So. Ich habe eine Klinik und jeden Tag untersuchen wir Menschen auf Demenz. Und Schwester Maria hatte keine. Die hatte keine Demenz. Und dann ist sie gestorben, ihr Gehirn wurde untersucht und das Hirn war von Schwester Maria voller Alzheimer. Sie können Gehirn voller Alzheimer haben und keine Demenz. Gänsehaut, 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 Gänsehaut! Oh, Digga, geil. Da geht's durch den ganzen Körper durch gerade. Das ist ganz klar erwiesen. Sie können ein Gehirn voller Alzheimer haben, aber keine Demenz, Bruder. Verstehst du das? Ob ihr das versteht? Die Alzheimer'sche Krankheit, Ablagerungen, Dinge, die nicht hingehören, kaputte Nervenzellen, die fängt irgendwann im Leben an. Wissen Sie, wie der jüngste Patient, wie alt der war, nach dessen Tod man in dessen Gehirn Alzheimer gefunden hat? 6. Was? Alzheimer ist keine Krankheit des alten Menschen. Die fängt irgendwann an, wenn Sie Pech haben mit 6. Und dann irgendwann mal geht halt so viel Hirn kaputt, dass Sie das merken. Und wenn die Krankheit ganz heftig verläuft, dann können Sie Professor sein und trotzdem mit 80 an Alzheimer sterben. Das gab's ja. Dachte, Alzheimer und Demenz ist das Gleiche. Hast du nicht zugehört, Free Engel, meine Süße? Der hat doch gesagt, Demenz heißt einfach nur D, runter irgendwie, und Menz, Geist, geistiger Abstieg. Abstieg und Geist. So. Und Alzheimer, und das kann mehrere Ursachen haben, Alzheimer kann Demenz verursachen, aber auch einen Schlaganfall oder andere Geschichten, weißt du? Das haben wir hier heute in dem Vortrag gelernt. Und du kannst auch Alzheimer haben und keine Auswirkungen merken, wenn du halt krass dagegen arbeitest und dich dir neue Dinge beibringst und halt einfach deinen Geist am Leben behältst, so mäßig. Deutschland zum Beispiel, berühmter Fall, Walter Jens, an Demenz gestorben, ganz berühmter Professor. Ja. Aber wichtig,
Es hängt doch schon davon ab, wenn Sie da oben sind, ja, und es geht abwärts. Und jetzt werde ich mal praktisch. Schauen Sie mal, hier gibt es so gelbe Pfeile. Bleiben wir mal bei dem Kleinen da unten. Der soll andeuten, wenn Sie zwei Sprachen sprechen. Am besten von Beginn an, aber wenn man in der Schule die lernt, das geht auch. Ja, dann läuft Ihre Hirnentwicklung so. Und die älteste Studie, die ich dazu habe, ist 9 Jahre alt. Mann, wäre ich gerne zweisprachig aufgewachsen. Die jüngste ist letztes Jahr rausgekommen. Und es gibt insgesamt genau auf der Welt 7 Stück. Alle 7 zeigen Folgendes. Wenn Sie 2 Sprachen sprechen und Sie kriegen eine Demenz, dann kriegen Sie Ihre Demenz 5 Jahre später. Wenn Sie 2 Sprachen sprechen und Sie kriegen eine Demenz, dann kriegen Sie Demenz 4 Jahre später, hat er gesagt? Oder 5? Und Sie kriegen eine Demenz, dann kriegen Sie Ihre Demenz 5 Jahre später. Digga, Alter, ich schwör's dir. Nur weil du noch eine andere Sprache kannst, Bro, das musst du dir mal reinziehen. Bruff. Volle 5 Jahre. Zum Vergleich, die besten Medikamente, die wir haben. Es gibt ja Medikamente gegen... Bruderherz, Digga, das ist gerade Schock. Ja, Free Engel, geh, setz dich hin, lern Spanisch, jo. Wenn Sie die jahrelang nehmen, die bringen Ihnen 3 Monate. Einfach nur 2 Sprachen bringt Ihnen 5 Jahre. Ja. Das ist krass. Kann man denn noch so die Welt mit den Händen begreifen? Geil, dass wir uns das gerade reinziehen, sage ich euch ehrlich, Digga. Wer erzählt uns sowas? Weißt du, wie ich meine? Wo kriegt man das in der Schule mal beigebracht? Nirgendwo. Ist wichtig. Science Magazine. Ich meine, okay, das ist halt auch krasse Wissenschaft mäßig, aber ich finde halt keine Ahnung. Also man hat doch früher, man kennt ihr so, man hat so Filme geguckt in der Schule früher. So ab und zu mal so Fernseher reingeschoben, dann haben die uns irgendwelche Dokumentationen oder irgendwelche Sachen gezeigt. Die könnten mal sowas, so eine Vorträge sollte man eigentlich meiner Meinung nach mal so, keine Realschule, irgendwann mal einen Tag einfach mal so einen Vortrag anschmeißen, Stunde 14. Da hat doch keiner was von verloren, weißt du, wie ich meine? Gab es mal ein Sonderheft über frühkindliche Bildung und was war da drauf? Na, Kinderhand. Ja. Warum? Weil die Kinder machen alles mit den Händen. Je mehr Fingerspiele sie im Kindergarten machen, desto besser sind sie mit 20 in Mathematik. Wenn sie die Hände, mit denen muss man begreifen. Warum heißt es denn begreifen? Das heißt, stimmt. Nicht begrapschen, das heißt kapieren. Krapsche den Mann, Alter, da bin ich da. Spaß. Und warum? Die Amis haben das gleiche Wort. To come to grips with something heißt etwas verstehen. Ich will doch nur was begreifen, ich laufe jetzt durch die Stadt durch und dann sind da Mädels so und dann fasse ich die einfach an und sage, ich mach das für meine Gehirnentwicklung. Mädels, bleibt cool, ich mach das für meine Gehirnentwicklung. Ja, Digga. Da ist Griff drin. Und es ist deswegen so, weil über Motorik und Sensorik, über den Umgang... Das ist einfach nur Dings, wie sagt man? Vorbeugung, ich habe Demenz oder ich will nicht, dass meine Dings zu groß wird. Meine Alzheimer, ich muss euch kurz mal ankrapschen. Der Welt, ja, lerne ich... Tiddies in den Mann, Alter. Was das ist? Ich beuge Alzheimer vor, so. Was ein Stift ist und was ein Tisch ist und wie ich das handeln muss und so lerne ich das. Deswegen ist das Begreifen... Es schult einfach Sensorik und Motorik und es ist wichtig, dass man das schult, ja? Und deswegen ist es auch ganz wichtig, sich klar zu machen. Die Doku muss ich mir auf dem Handy dort draußen mal mitnehmen, Digga, falls das mal passiert, dann hole ich einfach die Doku raus. Na hier Mädels, guck mal, deswegen. Dass es Dinge gibt, die eben in der Kindheit nicht gut sind, also wenn sie zum Beispiel... Der hat gar keinen Bock, Bruder. Er ist ein bisschen zu jung noch für den Vortrag, glaube ich. Über eine Bedeutung... Hey Jungs, haut mal euer Alter rein hier in den Chat, ich küsse euer Herz. ...große Oberfläche wischen... Und Mädels natürlich. Sprich, einem 2-Jährigen ein Tablet in die Hand geben oder so ein Ding. In Deutschland benutzen diese Dinge 2- bis 4-Jährige schon mindestens 1/2 Stunde täglich. Ja, Digga, habe ich heute auch gesehen. Mein Friseur, sein Sohn auch auf dem Boden, Digga, mit Handy am Spielen gewesen. Der war auch 3 oder so, 4 vielleicht. Das ist furchtbar. Die werden nicht schlau dadurch. Nein, die werden dadurch dümmer. Ganz sicher. Facts. Ja. Aber jeder denkt, sie würden schlau. Und deswegen ist es so fatal, dass die jungen Leute schon auf so... Denn wenn sie da rumwischen, lernt ihre Hand überhaupt nichts. Ist so. Es ist ja keine besondere
Bewegung, je nachdem, was da drauf ist. Und es ist auch kein sensorisches Feedback. Die Oberfläche ist aus Glas und deswegen hat die überhaupt keine Eigenschaften. Also es ist furchtbar. Ja. So, Freunde. Der erste Teil vom Vortrag, den haben wir jetzt durch. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir ein kleines Päuschen. Machen wir Stopp. Und gucken uns den Laden das nächste Mal zu Ende an. Damit das Highlight auch nicht zu lange wird. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde das Video mega interessant. Ich finde den Vortrag richtig geil und ich bin froh, dass ich endlich auch mal wieder auf so einen längeren Vortrag reagiere, wo man wirklich auch was lernt, ne, Freunde? Also wenn ihr irgendwas dazugelernt habt oder das nice fandet, dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein, meine lieben Freunde. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Stream, wollte ich gerade sagen, im nächsten Video. Bleibt entspannt und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Nochmal, ich liebe euch. Peace out. Gang.